Ich finde die jetzt eigentlich ganz praktisch. Oh mein Gott. Boah, Alter. Moin Leute, willkommen zu einem neuen Part. Let's Play Minecraft kam jetzt schon etwas länger nicht mehr. Und sogar mit 80 Frames, also eigentlich ziemlich übel Hammer. Geile Frame-Zahlen, die ich mir so nicht erträumt hätte. Ich habe das Gefühl, das ruckelt manchmal immer noch ein bisschen. Aber ist jetzt nicht so schlimm. So, was haben wir letztes Mal gemacht? Wir müssen auf jeden Fall wieder Steine hacken. Hier haben wir beim Sehen und so haben wir schon etwas herausgekriegt. Zuckerrohr wächst auch schon, das ist sehr gut. Auf jeden Fall. Hier ist nur überall Stein, noch kein Sand oder so. Packen wir das Zeug erstmal hier rein. Okay, ich schau noch ein bisschen den Sound runter. Vielleicht von der Musik auch. Ja, okay, das muss jetzt besser gehen. Und ja, wir sind hier einmal schon mal zu den Schweinen gekommen, die wir jetzt auch züchten könnten. Und ich wollte mir hier unbedingt noch ein Tor reinbauen. Und hier vielleicht noch an den Rändern Steine machen, damit ich mir eine Mauer bauen kann und so. Und ja, da, die zu den Schafen und zu den Kühen wollte ich auch noch. Da sind ja auch ein paar einfach so gespawnt. Mods habe ich jetzt keine drin. Und ja, Hühner sind da auch noch. Da hinten waren die Schafe, die normalen. Die habe ich ja schon getötet. Und da könnten wir uns auch dann irgendwie Felder anlegen oder so. Mal gucken. Aber dass da schon mal selber Tiere gespawnt sind, das ist schon mal geil. Und daran können wir... Oh, das ist zwar nämlich hier gleich mit, da muss ich mir kein neues craften. Da können wir dann auch eigentlich eine größere Plattform mit Erde machen, damit mehr Tiere spawnen können. Und da können wir mal davon Tiere weglocken, sozusagen. Und ja, wir hätten dann praktisch eine Tierfarm, wo die Tiere halt auf jeden Fall selbst spawnen erstmal. Was schon hauptsächlich hammergeil ist. Und ja, okay, den können wir hier wegpacken. Da kommt ein Tor hin. Und es wird Nacht. Wir haben jetzt aber ein Bett, das wir dann auch endlich mal machen oder benutzen können. Letzten Part war ja noch Flo bei uns. Und ja, ich habe auch fast die Welt verloren hier. Ich musste sie erstmal suchen, damit bis ich auch alles hatte. Nessa sind wir ja jetzt letztens auch gewesen. Ich packe kurz mal hier Sachen weg, damit ich auch nicht irgendwie sterbe oder so. Dann gehe ich einmal ins Nässe. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich aufnehme. Ich mache mal ungefähr bis halb. Was? Ich will nicht wieder weg. Und ja. Okay, hier können wir die weiter nicht wegbauen. Finde ich jetzt halt ein bisschen schade. Ich wüsste vielleicht, wie das geht. Das würde ich auch gerne mal machen. Ich habe da nämlich so eine Idee, die allerdings sehr waghalsig ist. Zwar werde ich dabei jetzt wahrscheinlich gleich ein paar Mal sterben, aber dafür lege ich mich hier auch erstmal ins Bett. Und ja, hier, wenn ihr jetzt gerade schon gelesen habt, da habe ich noch ein bisschen rumprobiert vor der Aufnahme und da war ich auch noch in Game Mode und so. Weil ich irgendwas an der Welt verstellt hatte. Ich hatte keinen Plan und ja, da muss ich die kurz im LAN öffnen, wie ihr hier seht, damit ich kurz Survival geben kann. Und ja, ich habe mir aber keine Sachen gescheatet, keine Sorge. Sowas würde ich ja nie machen. Nein, will ich aber echt nicht. Da brauche ich dir ehrlich keine Sorgen zu haben. Okay, da sind Steine drin, die kann ich auch eigentlich erstmal da drin lassen. Vielleicht baue ich mir auch irgendwann mal eine große Kiste und so einen Trichter, den es ja neu gibt, schon etwas länger ist ja 1.5 draußen. Und ja, meine Spitzhacke ist kaputt. Dann machen wir uns aber gleich eine neue. Zwei neue.
Ist wohl besser. Zack. Und ja, damit die auch nicht kaputt gehen. Warte mal. Wir haben uns doch hier zwei neue gemacht, oder nicht? Bin ich irgendwie doof? Egal, okay. Eine tun wir dann hier rein. Den Stein nehmen wir schon mal an uns. So. Und dann hacken wir mal fröhlich weiter. Das ist natürlich mit unserer... Da ich gerade keinen Bock habe. Obwohl, geht das jetzt überhaupt noch? Nee, geht nicht, ja. Ich wollte jetzt eigentlich wieder diesen einen Trick da benutzen, damit ich nicht mehr auf die Taste hauen muss. Aber es geht ja hier nicht, weil dann wird ich ja unser ganzes Zeug hier zersemmeln. Und naja. Zack. 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 Okay, 17 Steine, 18 Steine. Die müssen jetzt erstmal reichen, wie wir vorhaben. Und zwar kommt dann hier jetzt mein Plan. Also, ich tue hier erstmal alle Steine rein. Dann nehme ich, sagen wir, vier Steine mit. Dann gehen wir jetzt erstmal ins Nether. Da wir da ja kein Wasser platzieren können wegen der Hölle. Jedenfalls habe ich das so in Erinnerung. Lege ich hier jetzt, damit die nicht runterfliegen, ein paar Steine hin. Springe runter und versuche hier drunter einzubauen. Okay, das hat schon mal geklappt. Und das mache ich jetzt halt noch ein paar Mal. Und dann hoffe ich, dass ich das Zeug kriege. Zwar nehme ich mir dafür jetzt noch einmal Spitzhacke mit. Und ich habe wirklich viele Frames. 70, 60 immer. Das ist echt krass. Sogar in der habe ich jetzt 40, obwohl es hier eigentlich sonst immer so laggt. Okay, und dann... hier drunter habe ich jetzt den Stein gebaut. Da kann ich nämlich das hier schon mal weghauen. Jetzt kann ich ja eigentlich das hier weghauen. Kann ich hier eine schwarze Steine setzen. Und so kriege ich dann doch noch alle Glowstones. Jetzt habe ich natürlich keine Steine mehr. Was natürlich super toll ist. So, da muss ich auch noch unbedingt Steine hinbauen. Sonst falle ich nämlich hier immer wieder. Das wird so kommen. Ich sehe das schon. Sonst falle ich hier immer irgendwann mal einfach so hinterrücks weg. Okay, dann nehmen wir die Steine mal mit. Und dann gehen wir mal ins Nether wieder, um da unsere Plattform zu erweitern. Mal gucken, wie weit ich die noch fortsetze. Ob ich hier vielleicht sogar was hinbaue, eine Art Haus. Aber das werden wir ja dann sehen. Den können wir nehmen, den können wir nehmen. Schon ist es hier dunkel. So, das macht mir jetzt natürlich ein bisschen Angst. Vor allen Dingen will ich jetzt nicht mal wegkommen. Oh, komm schon. Okay, das habe ich jetzt natürlich super gemacht. Na, ich bin aber auch so schlau, ey. Jetzt muss ich natürlich schnell genug wieder im Nether sein, sonst kriege ich die Sachen nicht. Zack. Jetzt machen wir schon so. So. Zack. Holen wir zwei Steine. Den Spitzhacke mal mit, vorsichtshalber. Geht's Nether zurück. Ah, ich dachte schon, die sind weg. Okay, und dann gehe ich... So, jetzt gehe ich schnell wieder weg. Und ich hoffe mal, jetzt es klappt. Jawohl. Und jetzt haben wir nämlich alle Glowstones. Da. Okay, und das passt dann auch hoffentlich. Okay, und der Stein kommt ja hier rein, Spitzhacke auch. So, dann wird das schon mal geschafft. Und wir haben, also ich und Flo, ich glaube, das war nicht mehr in der Aufnahme, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber wir haben auf jeden Fall den Weg zu Ende gebaut, weil der einfach so weit weg war. Und theoretisch könnte ich den jetzt laufen oder so. Aber das wäre viel zu lang. Und das wollte ich ja auch erst später machen.
Und so oder so müssen wir eh erstmal ein Haus fertig bauen und alles. Und das dauert ja auch noch. Und hier wird übrigens ein Ausgang von meinem Haus, denke ich mal. Das hier auch. Hier wahrscheinlich auch. Mal gucken. Mal gucken, wie sich das dann halt noch alles so entwickelt. Wie was wird. Ich brauche übrigens jetzt erstmal einen Sand. Ein Stein, Spitzhacke und ein Stein. Die kann ich zum Essen eigentlich nehmen, aber da ich gerade keine Essen brauche, ist das jetzt auch egal. Ich weiß nicht, sind die jetzt schon fertig? Anscheinend nicht. Ich gehe ja davon aus, dass sie jetzt nicht fertig sind. Weil, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Wieso sind hier 5? Egal. Dann gucke ich mal hier. Wow. Hier ist also schon mal kein Boden gesetzt. Das mag ich natürlich auch super gerne. Okay, dann brauche ich mein Zuckerrohr. Und nochmal, ich weiß gar nicht. Eins, zwei, zwei. Zwei Sand. Da kann ich hier auch endlich Zuckerrohr anbauen. Und dann packe ich wieder behutsam weg. Ah, brauche ich nicht. Stein kann ich wegpappen. Wegpacken. Nicht wegpappen. Schippe nehme ich mal. Hier kommt der Pfeil raus und ne, die Wolle ist auch von Tier. Es passt alles. Das hier kommt auch da raus. Das hier. Und was noch? Das hier und das hier. Das hier packen wir auch mal hier rein. So. Pfeil kommt da rein. Okay, dann haben wir das hier schon mal abgelöst, sozusagen. Ich komm kurz da rein einmal. Und dann zack, 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 zack. Haben wir wieder Schneebälle gesammelt. Dass wir dann einen schönen Block machen können. Zack. Okay, dann haben wir das. Wenn wir jetzt eigentlich, weil ich schon mal wissen, kommen da jetzt Schneebälle raus? Nee, ne? Muss die zerschlagen, glaube ich, mit der Schaufel. Aber egal. Ja, dann sind wir jetzt hier soweit. Okay, da hinten sind die Schweine, die wollten wir eigentlich füttern. Ich sag doch, die sind fertig. Die sahen auch fertig aus, aber ich war mir nicht ganz sicher. Da habe ich noch Bedenken mit den Kartoffeln, aber die sind auch fertig. Pflanze ich mal noch eine Kartoffel an. Okay, da hinten können die eigentlich auch noch eine Kartoffel anpflanzen. Das hier ist mir aber eigentlich zu gefährlich. Da nehme ich die Möhre lieber mit, weil hier könnte auch noch ein Kürbis oder zum Blume wachsen. Was auch immer. Ich hoffe, die Musik ist jetzt gerade nicht zu laut. Dann nehme ich mir nochmal. Ja, geht das überhaupt, wenn ich da hinten. Ja, doch, das geht. Dann nehme ich mir doch nochmal lieber ein Erde weg. Und ein Flugteil. Eine Steinhacke. Da baue ich mir kurz da was an. Kartoffel. Mal gucken, ob das hier da auch nass wird. Eigentlich ja, weil das hier wird ja auch nass. Und ja. Guck mal, hier durch kann man sehen, weil das ja ein tiefer ist als eine normale Erde. Und so. Sonne geht schon wieder unten. Unter. Ist ja ein Witz hier. Oh, und Kürbis ist gerade gespawnt. Auch cool. Und natürlich Melonen. Die dann wiederum hier reinkommen. Okay, und dann das wächst alles schön. Dann versuche ich mal die Schweinchen zu füttern. Und wir haben unser erstes gezeugtes kleines Schweinchen. Und Erfahrungspunkt. Ich natürlich gerade schön weggemacht habe, indem ich, wie heißt,
ins Verderben gesprungen bin. Aber egal, ich guck mal kurz, wie viel Uhr wir haben. Wir haben 10 vor 6 an einem Samstag. Zwar an den 22.06. hier. Ich glaube, ich baue jetzt mal nach da hinten was. Ich habe Angst, dass da jetzt zu viele Tiere kommen, deswegen gehe ich einmal schlafen. Und der Baum hier kann ich eigentlich auch weghauen. Die Birke. Das können wir eigentlich mal sofort machen. Haben wir wieder Holz und hoffentlich Setzlinge. Zack. Dann hoffen wir mal, dass da jetzt einer rauskommt gleich. Können wir den schon mal wegräumen. So, so, so. Ist da eigentlich auch Holz drin? Nee, ne? Okay, da ist noch ein Kohle drin. Da ist gar nichts mehr drin. Kohle kann hier rein. Werkzeug auch. Das da auch. Okay, und dann machen wir da ungefähr, also irgendwo hier, machen wir dann halt immer, machen wir noch eine Erdschicht. Also Steinschicht und dann eine Erdschicht. Damit da halt Tiere spawnen. Okay, das habe ich mir da vorgenommen. Und dann machen wir da nochmal einen Weg hin. Dass wir da auch irgendwie hinkriegen, die Erde abzubauen auf jeden Fall schon mal. Und Zäune. Ob ich das jetzt hinkriege, weiß ich gar nicht. Wir haben schon mal einen gekriegt. Einen Setzling. Haben wir noch normale oder? Die gehören ja gar nicht rein eigentlich, oder? Ja, okay, wir haben noch 9 normale Setzlinge und... Wie viele sind das? 3 Faden. 3 Fäden. Können wir uns eigentlich einen Bogen machen? Hätten wir jetzt Feuersteine oder müssen Skelette töten? Da haben wir schon mal 2. Hat sich schon gelohnt eigentlich der Baum. Hat es ausgegeben plus 2 Setzlinge. Zack. Zack. Und das 3 Setzlinge gegeben. Okay. Ich würde sagen, hier machen wir eigentlich... Ja, eine Tür ist eigentlich sinnlos. Da ist die Tür schon sinnvoller. Da hinten, würde ich sagen, könnten wir unsere Monster... Dingsebums... reinbauen. Monster, Falle, Jagd, was auch immer. Und ja... Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen erschrocken wegen der Lava, aber ist ja ganz normal, dass sie da ist. Ist ja alles so gewollt. Und ja. Ich könnte uns jetzt auch mal eine endliche Quelle bauen. Dann haben wir immerhin unendlich Wasser erstmal für den Anfang. Und das ist ja nicht ganz unwichtig. Sag ich jetzt mal. Kriegen wir noch ein Steinchen? Nein. Kriegen wir vielleicht hier noch ein Steinchen? Nein. Okay. Packen wir einmal kurz hier rein. Weil es mit der unendlichen Quelle könnten wir jetzt eigentlich schnell machen. Wieso fliegen die Steine eigentlich hier überall rum? Na egal. Und die unendliche Quelle machen wir mal genau, wenn wir die Mauer hier einreißen würden. Könnten wir hier neben so eine Quelle machen. Das finde ich jetzt eigentlich ganz praktisch. Oh mein Gott. Boah, Alter. Alter Scheiße. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Eigentlich sollte das ja mal die Hauswand werden, glaube ich, ne? Das kommt mir jetzt ein bisschen dumm vor. Eieiei. Das hier natürlich noch. Und da sind jetzt 2. Drunter ist keins mehr, aber hier drunter sind 2 noch. Okay. Das verwundert mich gerade ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal so provisorisch hier eine unendliche Quelle hin. Schon falsch. So. Haben wir gleich einen kleinen Dingsbums, ihr wisst, was ich meine. Müssen wir jetzt hier leider einmal Wasser weg. Ah, da hinten Wasser, ne? Geil.
Ist ja eh geschmolzen. Im Moment. Da kommt jetzt Wasser. Hier kommt auch Wasser. Und dann haben wir die unendliche Quelle. Ah. Okay, ich glaube, den muss ich jetzt nicht verstehen. Wieso das jetzt nur so macht. Aber egal. Jetzt bauen wir da noch eins hin. So. Jetzt ist alles wieder beim Alten, hoffentlich. Jo. Das ist natürlich wieder eingefroren. Typisch. Und dann machen wir noch mal die dahin. Und die dahin. So, und dann können wir jetzt auch mal kurz ackern. Jawohl, warum nicht? Machen wir einfach mal. Oh, sieht hier voll düster aus. Da ist jetzt noch Erde. Ich bringe erstmal den Eimer weg, würde ich sagen. Aber guck mal, hier ist jetzt noch Erde. Die beiden Stückchen, das finde ich nicht okay. Okay. Okay, das wäre nicht okay. So, da ist jetzt Erde. Da müssen wir... eigentlich jetzt noch so bauen. Okay. Jetzt müssen wir hier theoretisch... theoretisch könnten wir das hier alles ein tiefer legen. Hätte ich jetzt mal so gesagt. Jedenfalls leichter, finde ich. Wäre dieses Deckenproblem auch kein wirkliches Problem mehr. Dass die Decke zu klein ist. Und eigentlich ist damit, wenn ich das hier jetzt gleich habe, ist dann auch schon wieder ein Part zu Ende. Aber ich denke mal, das macht euch ja nichts, ne? Ist ja jetzt auch nicht der Weltuntergang. Jedenfalls hoffe ich das mal. Und hier oben ist anscheinend Wasser. Das probiere ich da gleich mal aus. Dann lasse ich hier einmal kurz das Wasser runterfließen. So, setz da kurz einen hin. Und da mache ich mir kurz wieder eine Plattform. Und mit unglaublichen 80 Frames, ey. Das glaube ich gar nicht. Dann mache ich da kurz wieder Wasser weg. Spiel mich hier nicht runter. Okay. So, und dann klappt das auch alles mit dem, dass es nur da wegfließt. Und nirgendwo bei uns hinfließt. Eigentlich wollte ich mich ja jetzt zu den Dings bauen, zu den... zu Hühnern. Weil die sind leicht zu vermehren und das geht alle. Und ja, und das geht halt einfach. Braucht eigentlich auch nur Samen, also wenn ich Knochenmehl habe. Ich habe ja schon, ich habe ja Rasen. Klappt das auch mit den Samen. Und auch so vermehren sich die, wenn ich die mit Eiern bewerfe. Also Eier auf den Boden werfe, da kommen da auch noch Hühner raus. Und ja. Das Wasser hört sich irgendwie so komisch an. Also falls es euch jetzt irgendwie vorkommt, dass ich irgendwie den Sound verzerrt habe, nee, das ist irgendwie normal. Ich finde es aber auch komisch. Auch hier diese... ich weiß nicht, ist das jetzt ein Bug oder ist das kein Bug? Na egal. Okay, und dann können wir nämlich auch das hier... weghauen erstmal. Dann hier noch einen kleinen Weg machen. So. Und fertig.
kommen wir hier eigentlich raus? Ach, hier. Das ist ja auch ganz praktisch. Können wir eigentlich hier einmal kurz zumachen. Ein anderer Weg wäre vielleicht ganz optimal. Also, dass wir ungefähr... Ja, wir könnten ja hier so runtergehen. Eine Möglichkeit. Schätze ich mal. Weil wir hier jetzt so eine Treppe bauen. Da kriegen wir halt auch das ganze Gedönse aber von denen hier mit. Da habe ich auch keinen Bock drauf. Aber das entscheiden wir alles in den nächsten Part. Und dann sage ich auch mal Schau. Bis bald. Hoffe, ihr hattet Spaß und gute Nacht. Tschüss.